Eine Klausuraufgabe zum Dampfdruck und zum Taupunkt. In einem Behälter befinden sich bei 25 Grad und 1 Bar feuchte Luft. Das Gas enthält folgende Komponenten: 75,5 Gramm Stickstoff, 23,1 Gramm Sauerstoff, 1,3 Gramm Argon und 1,8 Gramm gasförmiges Wasser. Wir sollen zunächst den Wasserdampfpartialdruck in der Luft ermitteln. Wir brauchen die Molmassen aller beteiligten Komponenten und rechnen die Massen in Stoffmengen um. Insgesamt liegen 35 Mol Substanz vor, davon 0,5 Mol Wasserdampf. Bedeutet, wir haben einen Molenbruch von 0,015, also 1,5 Molprozent Wasser. Nach dem Daltonschen Gesetz können wir damit den Partialdruck ermitteln, Gesamtdruck mal Molenbruch. 1491 Pascal beträgt der Partialdruck des Wassers. Den Sättigungsgrad der feuchten Luft können wir durch den Vergleich des Partialdrucks mit dem Dampfdruck ermitteln. Wir haben hier eine Dampfdrucktabelle von Wasser, die man zum Beispiel sich mit der Antoinschen Gleichung auch errechnen kann. Bei 13 Grad erreicht der Partialdruck den Dampfdruck des Wassers. Das heißt, hier ist der Taupunkt erreicht. Ab dieser Temperatur kondensiert flüssiges Wasser aus der Gasmischung.